Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Endlich ist es wieder soweit. Es kommt ein neuer Kinofilm und ich freue mich schon richtig drauf, denn ich wurde gefragt, ob ich zum neuen Kinofilm von Tom und Jerry eine Torte backen möchte. Möchte ich natürlich und ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer an, damit ich auch weiß und damit ihr wisst, worum es sich handelt. Und später gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel, bei dem ihr richtig tolle Preise gewinnen könnt. Also, Film ab! Leben lang die wohl weltberühmtesten Feinde waren, wollen Tom und Jerry noch mal ganz von vorne anfangen. In der großen Stadt. Dieses Hotel beherbergte 4 Präsidenten, 3 Päpste, 2 Könige und jetzt richten wir die Hochzeit des Jahrhunderts aus. Denken Sie, Sie sind für diese Position qualifiziert? Ich scheine erst richtig unter Druck, wie ein Diamant. Rihanna-mäßig. Und noch etwas. Wir haben ein Mausproblem. Ein was für ein Ding? Ich fange Sie, Sir. Everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh, wow, wie ausführlich. Wir könnten einen Kammerjäger engagieren. Oder wir nutzen einfach viele Millionen Jahre Raubtier-Evolution. Wenn auch nur ein Foto von dieser Maus getweetet wird, auf Instabookface oder TikTok, sind wir ruiniert. Nein, Sir, das wird nicht passieren. Dieser Nager ist erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dieses Hotel wegen einer Katze und einer Maus vor die Hunde geht. Er spielt mit uns. Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Wirklich? Der Trailer sieht schon mal richtig vielversprechend aus. Wir werden uns den Film auf jeden Fall anschauen. Er ist bestimmt richtig amüsant. Und wie ich sehen kann, gibt es eine Bollywood-Hochzeit im Hotel in New York und Tom und Jerry mischen die Party so richtig auf. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach eine Hochzeitstorte. Es ist sowieso gerade Hochzeitssaison und Hochzeitstorten sind immer schön. Deswegen plane ich jetzt eine 3-stöckige Hochzeitstorte für euch. Ja, auf jeden Fall 3-stöckig, schöne Schichten mit rein, Frucht auf jeden Fall mit rein, locker leichte Böden, schön weiß und dann ausdekorieren mit vielen schönen Blumen. Normalerweise habe ich die letzten Jahre immer viele Blumen selber modelliert aus Blütenpaste, aber der Trend geht schon immer zu echten Blumen. Deswegen kommen da, glaube ich, ganz viele echte Blumen drauf. Noch mal kurz. Ich habe eine Nachricht gekriegt von den Hauptdarstellern, von Terence Kyler und Chef Jackie. Wartet mal, schauen wir uns mal an. Hi Germany, hi, hi Sally. Dieses Hotel richtet die Hochzeit des Jahrhunderts aus. The ideal wedding cake actually was my own. Some sort of chocolate ganache with 15 layers. Different flavors on every section. Rich vanilla ice cream cake. No fruit anywhere near it, just chocolate on chocolate on chocolate. The ice cream had melted and it just started crumbling over. Ich lasse nicht zu, dass dieses Hotel wegen einer Katze und einer Maus vor die Hunde geht. Okay, Sally, show us which cake you're baking now. And don't forget to tell everyone to see Tom and Jerry on the big screen. Oh. Okay, ja,
Ich würde sagen, ich habe ja 3 Stockwerke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich mache 1 Stockwerk komplett ohne Früchte, 1 Stockwerk mit tons of flavors, ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Und ich schaue einfach, dass für jeden was dabei ist. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Eine schöne Hochzeitstorte, viele verschiedene Geschmacksrichtungen, toll hochgestapelt, schön dekoriert. Und dann schauen wir mal, was Tom und Jerry damit anrichten. Los geht's mit dem Backen. Meine 3-stöckige Hochzeitstorte wird jetzt folgendermaßen aufgebaut. Das oberste Stockwerk ist das kleinste mit 15 cm im Durchmesser. Das mittlere hat 20 und das unterste 25. Ich werde das jetzt so machen, dass praktisch jedes Stockwerk was anderes anspricht und einfach anders schmeckt. Das oberste soll sozusagen das Kinderstockwerk sein. Es soll ein bisschen nach bunten Süßigkeiten schmecken. Das werde ich vollpacken mit Hitchler-Süßigkeiten und einfach was Schönes, Buntes mit Konfetti reinbauen. Das mittlere Stockwerk ist für alle, die Früchte gerne mögen. Und deswegen kommen da verschiedene Fruchtmischungen mit rein und eben auch eine leckere Creme, die das Ganze abrundet. Und das letzte Stockwerk, das unterste, ist praktisch die Schokoladentorte schlechthin. Da kommt eine Schokoladentorte zustande mit verschiedenen Schichten und am Ende soll die ganze Torte aber außen natürlich weiß sein und es kommt praktisch eine Grundcreme als weiße Schicht noch oben drauf. Und jetzt starte ich mit der untersten Torte, denn natürlich geht es beim Hochzeitstortenbacken auch darum, Zeit zu sparen und deswegen beginnt man beim größten und geht dann zum kleinsten. Und ich habe jetzt hier schon mal die Zutaten für einen Haselnuss-Schokoladenboden. Dafür nehme ich 6 Eier, 300 Gramm Zucker, eine Prise Salz und Tonka Wonka. Hier habe ich jeweils 300 Gramm Sonnenblumenöl und Buttermilch, 400 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakao, 200 Gramm Haselnüsse, die sind bereits geröstet, 100 Gramm Schokoladenstreusel und ein Päckchen Backpulver, das sind 3 Teelöffel. Wichtig ist hier, dass die Eier zimmerwarm sind, dass die Buttermilch auch nicht mehr so kalt ist und ihr könnt auch hier, wenn es eine Erwachsenentorte sein soll, die Buttermilch auch teilweise ersetzen durch zum Beispiel Haselnusslikör, durch Kaffee oder durch andere Geschmäcker, die ihr gerne mögt. Jetzt werde ich zuerst einmal die Eier mit dem Zucker, Salz und Tonka Wonka etwa 10 bis 15 Minuten lang cremig rühren, bis die Masse richtig schön weißcremig ist. In der Zwischenzeit kann ich die Haselnüsse schon mal fein mahlen. Und dann gebe ich die Flüssigkeit mit dazu und rühre sie ganz vorsichtig und kurz nur in den Teig ein. Die übrigen Zutaten, also Mehl, Kakao und Backpulver, vermische ich und siebe sie in den Teig und gebe dann noch die gemahlenen Haselnüsse und die Schokoladenstreusel dazu. Der Teig wird jetzt nur noch ganz kurz verrührt, damit das Volumen nicht verloren geht. Ich backe jetzt den Teig in 2 Tortenringen, so verkürzt sich die Backzeit auf jeden Fall und der Teig geht nochmal gleichmäßiger auf, denn es ist schon eine relativ große Menge. Ich habe die Öfen auch schon vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze und habe die Ringe etwas kleiner als 25 cm eingestellt, also 24,5 ungefähr, weil ich später die etwas kleinere Größe brauche zum Glattstreichen. Und falls ihr nur einen Ofen besitzt, dann könnt ihr entweder bei Heißluft backen oder ihr backt einfach erstmal die Hälfte und dann die andere Hälfte. Aber auf jeden Fall nie den Teig stehen lassen, sondern wirklich direkt verarbeiten. Also falls ihr wirklich die Hälfte nur zubereiten könnt, dann erstmal eine Hälfte Teig zubereiten, backen und dann die übrige Hälfte. Während die Kuchenböden noch im Ofen sind, kann ich mich schon mal um die mittlere Torte kümmern. Die besteht aus einem Biskuit, den ich mit einer Limette verfeinere, weil es ganz gut zur fruchtigen Torte passt. Den Biskuit bereite ich zu aus 8 Eiern, 200 Gramm Zucker, einer Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 200 Gramm Mehl und einer Limette, deren Schale unbehandelt ist. Hierfür schlage ich jetzt zuerst einmal die Eier mit dem Zucker, Salz und Vanilleextrakt etwa 10 bis 15 Minuten richtig cremig auf. Die Limettenschale kommt dann auch noch direkt dazu und wird fein gerieben und das Mehl kann dann gesiebt und vorsichtig untergehoben werden. Und den Biskuit füllt ihr dann in eure Backringe. Die habe ich jetzt wieder ein bisschen kleiner als 20 cm eingestellt, 19,5. Und ihr könnt jetzt entweder in 2 Backringen backen oder in 3. Ich mache es jetzt wieder in 3, um einfach die Backzeit zu verkürzen. Und die dritten Böden werden gebacken aus 4 Eiern, 200 Gramm Zucker, Salz und Vanilleextrakt, jeweils 200 Gramm Sonnenblumenöl und Buttermilch,
300 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und als Geschmack kommen hier noch die Hitschis mit rein. Dafür habe ich jetzt schon mal 3 Tortenringe in 14,5 cm Durchmesser eingestellt und mit Backpapier eingeschlagen, weil der Teig auch relativ flüssig wird. Dieser Teig wird zubereitet wie der Schokoteig, das heißt, die Eier werden mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt 10 bis 15 Minuten cremig verrührt. Buttermilch und Öl kommen dann langsam dazu. Das Mehl wird mit dem Backpulver dazu gesiebt und die Hitschis, die werde ich dann noch fein hacken und einfach mit unterheben. Und die 3 Böden werden dann auch schön im Ofen gebacken. Danach sind die Böden fertig und es geht mit der Füllung weiter. Die Schokoladentorte bekommt jetzt eine ganz besondere Füllung, nämlich den Mississippi Mud Pie. Das ist einer der leckersten Schokoladenkuchen, die ich je gebacken habe. Und ich lasse praktisch den Mürbteigboden weg und nehme einfach die Füllung, die dann damit reinkommt. In der Art habe ich es noch nie gemacht, also ich habe noch nie eine Torte damit gefüllt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Daher habe ich jetzt hier schon mal die Zutaten. Ich brauche dafür 220 Gramm Butter, 300 Gramm Zartbitterschokolade, 450 Gramm Sahne, etwas Vanilleextrakt, 45 Gramm Kakao, 40 Gramm Mehl und 6 Eier. Dafür schmelze ich jetzt die Butter. Ihr könnt das Ganze im Topf oder in der Mikrowelle machen, bei niedriger Stufe, damit sie nicht anfängt zu spritzen. Dann könnt ihr den Herd ausschalten und die Schokolade in der Restwärme schmelzen und anschließend die Sahne langsam dazu gießen. Jetzt schmecke ich das Ganze noch mit Vanilleextrakt ab, rühre dann noch Kakao und Mehl dazu und dann kommt jedes Ei einzeln hinein, bis eine schöne sämige Masse entsteht. Und diese Masse fülle ich jetzt in 2 Backringe, die habe ich auf 24 cm Durchmesser eingestellt, also ein bisschen kleiner als die Torte und habe sie auch mit Backpapier eingeschlagen. Und die werden jetzt gleichzeitig bei Heißluft gebacken. Und dann kümmere ich mich um die Fruchteinlage für die mittlere Torte. Für die Fruchteinlage nehme ich 1 Kilo gefrorene Früchte. Ihr könnt auch frische Früchte nehmen, aber die gefrorenen habe ich immer auf Vorrat da. Ich habe jetzt hier einen Mix aus Himbeeren, Kirschen und Erdbeeren. Und dazu nehme ich 2 Päckchen Agar-Agar. Das ist ein pflanzliches Geliermittel. Und die Früchte habe ich schon ein bisschen auftauen lassen, werde sie pürieren und dann mit dem Agar-Agar aufkochen. Bei mir waren die Früchte jetzt noch nicht ganz aufgetaut, deswegen ging es ein bisschen langsamer, aber wenn sie aufgetaut sind, geht es auf jeden Fall besser. Und jetzt kommen die direkt in den Topf. Ich sehe mich schon rufen, wenn das jetzt gleich aufblubbert, dass ich sage, man hätte einen größeren Topf nehmen können. Deswegen nehme ich lieber gleich einen größeren Topf, um Katastrophen auszuschließen. Wichtig ist nämlich, dass bei dieser Masse, das ist nämlich anders als bei Gelatine, diese Masse mit Agar-Agar muss aufkochen und 2 Minuten lang richtig sprudelnd kochen. Und dafür braucht sie natürlich Platz im Topf. Das ist besser. Es ist besser. Und hier bin ich schon sehr penibel und stelle mir auch immer den Wecker, damit es wirklich mindestens 2 Minuten lang kocht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dann noch mit Vanilleextrakt verfeinern oder mit Tonka Wonka. Ich habe jetzt hier mal 5 Teller vorbereitet für die Fruchteinlage. Ihr braucht einfach etwas, was kleiner ist als der Tortendurchmesser, also kleiner als 19 am besten. Und ich nehme dafür gerne tiefe Teller, statte die mit bisschen Frischhaltefolie aus, damit das Ganze einfach nicht am Teller festklebt. Und jetzt schön verteilen, bei Zimmertemperatur fest werden lassen und dann einfrieren. Das ist wichtig, dass die eingefroren werden, damit ich sie später eben auch auf die Torte drauf bewegen kann. Und so habe ich einfach den Vorteil, dass ich eine Torte fruchtig hinbekomme und die Fruchteinlage, die hält ja auch ein bisschen länger, also besser als jetzt so frische Früchte wie Erdbeeren und Himbeeren, die fallen ja gern mal zusammen, werden matschig, werden auch gern mal sauer in so einer Torte und so eine Fruchteinlage, die kann ich zum einen auf Vorrat herstellen und einfach eingefroren lassen, also ich könnte jetzt auch 20 davon machen und habe sie immer im Tiefkühlfach bereit und ich habe eben auch den Vorteil, dass es dann in der gefüllten Torte einfach länger hält und dann kann ich so eine Torte auch mal 3-4 Tage im Voraus herstellen und es macht ja schon Sinn bei einer Hochzeitstorte.
Um zu checken, ob eine Fruchteinlage fest wird, könnt ihr auch immer in so einem kleinen Schälchen eine kleine Geleeprobe machen, bevor ihr das Ganze natürlich abfüllt. Und wenn die Geleeprobe dann innerhalb von 1 bis 2 Minuten im Kühlschrank oder Gefrierfach fest wird, dann ist sie perfekt. Also so wie jetzt hier. Ich kann schauen, die ist schön fest. QED, Quod Erat Demonstrandum. Ja, das weiß man als aufmerksamer Mathematikschüler, auch wenn man kein Latein hatte. Ich hatte Französisch. War auch gut. Très bien. Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte. Für heute reicht's mit dem Tortenbacken. Ich habe jetzt nämlich alle Böden fertig. Die sind jetzt alle abgekühlt, werden verpackt und kommen in den Kühlschrank. Mississippi Mud Pie kommt auch verpackt in den Kühlschrank. Die Fruchteinlagen kommen ins Gefrierfach. Ich glaube, ich werde noch eine Ganache herstellen, dass die schon mal bereit ist für morgen. Aber dazu findet ihr das Grundrezept schon auf meinem Kanal. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen, denn eine Ganache ist einfach nur Sahne aufkochen, Schokolade rein, rumrühren und fertig. Die werde ich dann als einzige bei Raumtemperatur lagern und dann machen wir morgen weiter mit der Torte. Ein neuer Tag und jetzt gibt's die Tortenfüllungen. Ich habe gestern tatsächlich keine Ganache mehr gemacht, aber zu meinem Entsetzen habe ich gestern Abend festgestellt beim Rezeptschreiben, ich habe im Mississippi Mud Pie den Zucker vergessen. Eigentlich gehören da 300 Gramm Zucker rein und ich habe einfach 300 Gramm Zucker vergessen. Ist aber nicht schlimm, wir probieren gleich die Masse und ja, mein Gott, entweder schmeckt es richtig gut oder es schmeckt halt zu wenig süß, aber ich glaube, die Torte gleicht es ganz gut aus. Ich gebe euch dann später beim Probieren das Feedback. Jetzt mache ich einmal die Ganache. Normalerweise hätte ich jetzt auch gerne eine Schokobuttercreme gemacht für die unterste Torte, denn Schokobuttercreme ist ein bisschen leichter als eine Ganache, aber die Torte soll ja auch schön stabil sein und eben das Gewicht der anderen Torten aushalten können. Daher eine Ganache, aber keine zum Bestreichen von Torten, sondern eine zum Befüllen. Und die ist schon ein bisschen leichter. Und dafür gebe ich jetzt einfach die Sahne in den Topf, lasse sie aufkochen und schmelze dann die Schokolade darin. Da ist einfach so das Verhältnis von Schokolade zu Sahne ein etwas anderes. Während die Sahne noch für die Ganache aufkocht, kann ich mich schon mal um die Buttercreme kümmern für die anderen zwei Torten. Und da mache ich jetzt eine französische Buttercreme, die besteht aus Eiern, Zucker und Butter und noch weiteren Zutaten wie Vanille und Salz. Ich werde die eine Buttercreme dann mit Frucht verfeinern und die andere nochmal mit Hitchis. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Swiss Meringue Buttercreme machen, die besteht aus nur Eiweiß, aber dann habe ich so viel Eigelb übrig. Und deswegen mache ich die jetzt für die Füllung und die Schweizer wahrscheinlich für außenrum, damit die ein bisschen heller und weißer ist. Und wichtig ist hier einfach nur, dass das Ei mit dem Zucker verrührt wird und pasteurisiert wird. Das heißt bei 70 Grad 10 Minuten erwärmen und schön verrühren. Wenn ihr keine Küchenmaschine mit Hitzefunktion habt, macht ihr das einfach auf dem Herd. Einfach ein Wasserbad aufstellen, das Wasser aufkochen lassen und dann 10 Minuten lang schön rühren. Und dann ist es im Prinzip der gleiche Effekt. Und nach dem Warmrühren wird sie auf jeden Fall dann wieder 20 Minuten kalt gerührt. Ich habe jetzt hier schon mal alle Tortenböden rausgelöst und schneide sie einmal in der Mitte durch. Und es geht auch echt immer am besten, wenn die Tortenböden über eine Nacht im Kühlschrank waren. Und bei dem hier ist was richtig Besonderes. Josh, riech mal. Der riecht richtig nach Bubblegum. Richtiger Kaugummikuchen. Oh, richtig was für Kinder. Doch, der ist echt gut. So, dann habe ich die jetzt nämlich vorbereitet. Nun kann die Buttercreme fertigstellen. Die Eiercreme ist jetzt schön runtergekühlt. Die Butter habe ich schon verrührt. Und jetzt habe ich hier einen Teil Früchte. Da habe ich einfach tiefgefrorene Früchte ganz lange einkochen lassen und eben püriert, damit so eine richtig schöne dickflüssige Konsistenz entsteht. Damit kann ich nämlich jetzt die Fruchtbuttercreme machen. Und für die andere Buttercreme habe ich hier nochmal diese Bubblegum Hitchis. Und hier ist jetzt einfach wichtig, dass die Eiercreme wieder runtergekühlt ist, damit die Butter nicht schmilzt. Ich tausche jetzt ganz kurz die Schüssel. Hier kommt die Butter rein und dann kann ich die Eiercreme hier vorsichtig reinrühren. Und das Ganze schön luftig aufschlagen. Und wenn man Buttercreme schön lange rührt, dann schmeckt sie auch nicht nach Butter, sondern schmeckt einfach richtig schön cremig und eben nach dem, was sie eben später dazu gibt. In meinem Fall dann Frucht oder eben diese Bubblegums oder Schokolade oder ihr könnt auch Amaretto oder andere Liköre dazugeben. Das ist schon echt lecker.
Dann wiege ich jetzt die Buttercreme ab und teile sie auf, 2 Drittel, 1 Drittel. 2 Drittel für die große Torte, 1 Drittel für die kleine. Und falls ihr die Torten einzeln nachmachen wollt, gebe ich euch die Rezepte auf jeden Fall einzeln an. Denn dann ist es einfach zum Nachmachen. Und die große Menge Creme wird jetzt mit dem Fruchtpüree verrührt und wie gesagt eine schöne dickflüssige Konsistenz. Ich fülle sie mir jetzt nur kurz um, damit ich gleich leichter damit arbeiten kann. Ich habe mal auf einer Hochzeit ein richtig großes Kompliment bekommen für meine Hochzeitstorte. Und zwar vom Hochzeitsfotografen. Der hat gesagt, er fotografiert seit über 20 Jahren Hochzeiten. Und meine Hochzeitstorte war die erste Torte, die er aufgegessen hat, weil er gesagt hat, die hat geschmeckt. Die sah nicht nur gut aus, die hat geschmeckt. Und ich finde es auch immer wichtig, dass Hochzeitstorten gut schmecken, weil die meisten gehen schon immer recht viel auf die Optik. Und ich finde es einfach extrem schwierig, immer einen guten Geschmack reinzubringen und trotzdem, dass sie trotzdem so schön aussieht, weil oft hat man es ja so, dass man so eine leichte Creme haben will. Keine Ahnung, Mango, Maracuja, Mousse. Und sowas ist immer schwierig in Torten, die gestapelt werden. Aber dann immer so das perfekte Verhältnis zwischen Optik und Geschmack hinkriegen, ist schon nicht so ganz leicht. Deswegen mache ich mir immer den mega Aufwand mit den verschiedenen Schichten und allem. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob es euch da auch so geht. Ob ihr schon mal eine richtig leckere Hochzeitstorte gegessen habt und was vielleicht auch die schlimmste Torte war. Und was für euch für so eine Hochzeitstorte einfach so das Wichtigste ist. Eher Geschmack oder eher Optik? Ich finde, es muss beides passen. Ja, wäre langweilig. Gut, und die kleine Creme fülle ich jetzt einfach hier rein. Hier kommen die Bubblegum Hitchies rein. Und das ist die Kindercreme. Ich war kurz am Überlegen, ob ich die Drachenzungen so mit reinschmelze, dass ich eine blaue Creme habe, aber ich finde, die passt dann optisch doch nicht mehr so gut zur Hochzeitstorte. Deswegen, das reicht so. Aber ansonsten könnt ihr wirklich diese blauen Drachenzungen so mit reinschmelzen und zum Beispiel ein bisschen Sahne auflösen. Dann gibt es ja die blaue Farbe ab. Das ist dann schon nochmal. Für eine Kindertorte mache ich das mal. Okay, kurz aufräumen und dann geht's ans Füllen der 2 kleinen Torten. Los geht's mit dem Füllen. Ich nehme jetzt zuerst mal einen schönen flachen Boden. Ich drehe den jetzt aber mal um, denn beim Backen sind die Süßigkeiten auf dem Boden und deswegen ist hier so ein bisschen klebrig, macht aber gar nichts. In der Torte passt es nämlich perfekt. Und jetzt nehme ich hier bei der kleinen Torte einfach die Bubblegum Buttercreme und schichte sie. Da würde ich jetzt auch gar nicht großartig mehr dazu machen. Das ist ja praktisch schon vom Geschmack her ideal. Und jetzt einfach darauf achten, dass die Füllung schön glatt ist. Dann kommt der nächste Boden drauf und so brauche ich jetzt alle 6 Böden auf. Und wenn euch die Torte zu warm ist oder im Raum es zu warm ist und ihr merkt, die lässt sich nicht gut füllen, dann einfach kurz kühl stellen, ein paar Minuten warten und dann weiterfüllen. Der Trend geht zu hohen Torten, ich sag's euch. Das ist einfach schön. Torte 1 ist gefüllt und kann in den Kühlschrank. Um die Torte zu stabilisieren, setze ich aber nochmal den Tortenring drumherum. Dann ist sie schön fest. Dann kann ich sie abdecken und kühlen. Los geht's zu Torte 2. Okay, los geht's zur 2. Torte. Da passt es jetzt auch mit den Ganaching Boards, denn ich habe ja gestern die Biskuitböden ein bisschen kleiner gemacht. Aus folgendem Grund. Ich habe jetzt nämlich hier praktisch ringsherum einen kleinen Rand, den ich später benutzen werde zum Glattstreichen der Torte. Aber da kommen wir später erst dazu. Ich muss ja jetzt erstmal noch 2 Torten füllen. Okay, jetzt habe ich hier die Buttercreme. Da kommt jetzt eine dünne Schicht erstmal nur drauf. Okay, wenn ich dünn sage, meine ich auch dünn.
und die Mitte schön flach, denn hier kommt jetzt die Fruchteinlage rein. Und die sollte jetzt auf jeden Fall gefroren sein, denn ansonsten kriegt man sie einfach nicht so gut rüber bewegt. Da kann sie euch durchbrechen und das wollen wir ja jetzt auch nicht. Und hier ist einfach wichtig, dass die praktisch ein bisschen kleiner ist als die Torte selbst. Und da kommt jetzt Creme drauf und mit der Creme schön praktisch wieder glatt streichen. Und da ist jetzt der Vorteil, dass die Fruchteinlage gefroren ist, wird auch die Creme schön fest und die Torte lässt sich einfach wundervoll stapeln. Und wenn ihr das freie Stapeln nicht so hinbekommt, dann nehmt einfach direkt schon einen Tortenring. Dann bekommt ihr auf jeden Fall auch auf die Höhe eine schöne gerade Torte hin. Aber ich mache es gern so frei, damit ihr einfach schön reinschauen könnt. Gut. Torte Nummer 2. Okay, die ist irgendwie nicht so ganz perfekt, aber das wird, die drücken wir zusammen. Was ist da passiert? Egal. Das wird gleich. Puh. Torte Nummer 2 ist gefüllt und jetzt hoffe ich, dass die Ganache schon richtig schön kalt ist. Die habe ich jetzt diesmal ausnahmsweise im Kühlschrank, weil es eben eine Ganache zum Befüllen ist und nicht zum Bestreichen. Die darf in den Kühlschrank und wird mit dem Handrührgerät noch aufgeschlagen. Warum isst du denn da Müsli? Sollte das nicht in die Torte? Ist das in der Torte? Dann kommt da jetzt Milch drauf und ich esse das Müsli. Ich würde sagen, wir packen Müsli in die Schokotorte. Jetzt geht's an die, ich würde gerne sagen, zuckerfreie Torte, aber nein, sie ist nicht zuckerfrei. Aber der Mississippi Pie ist fast zuckerfrei. Diese zwei Böden werde ich jetzt auch einmal durchschneiden, dass es 4 sind. Ich muss echt sagen, wenn man so an einem Tag vorher alle Böden backt und die Füllungen vorbereitet und am nächsten Tag dann die Torten zusammensetzt, finde ich es so vom Zeitmanagement her immer am besten. Da kommt man einfach nicht in Stress und vor allem gerade dieses Vorbacken und Vorbereiten, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und dann die Kühlzeit, die man dann noch zu beachten hat, ist es schon, ja, schon gut, wenn man sich's gut vorbereitet. Und in der Zeit, wo man eben eine Wartezeit hat, kann man nämlich zum Beispiel schon mal Deko vorbereiten. Blüten oder Figuren. Oder einfach chillen. Geht auch. Gut. 4 Böden. Dann die kalte Schokoladencreme. Die wird jetzt einmal aufgeschlagen. Okay, jetzt kommt hier ein bisschen Creme drauf. Ah, so eine Schokoganache ist schon lecker. Mich ärgert es gerade ein bisschen, dass ich nicht die Colourboard-Schokolade benutzt habe. Irgendwie war ich so in meinem alten Trott mit dieser dunklen Schokolade. Naja, das nächste Mal nehme ich die Couverture-Chips. Weil die ist schon richtig lecker. Okay, eine dünne Schicht Creme. Darauf kommt der ungezuckerte Mississippi Mud Pie. Oh, so. Darauf. Das wird die Torte für Marcel, ne? So Schokolade in Schokolade, gefüllt mit Schokolade. Und um hier jetzt Crunch reinzubringen, habe ich hier Salzbrezeln. Die sind in Kuvertüre getaucht und fein gehackt. Die kommen damit rein.
so wieder ein bisschen glätten. Dann der nächste Boden. Und das fülle ich jetzt einfach so. Ich habe jetzt halt nur zwei Mississippi-Pie-Schichten, aber ich glaube, das reicht auch. Ansonsten wird es, glaube ich, ein bisschen zu mächtig. Ich meine, so eine große Torte, die schneidet man dann schon auch in mehr als 12 Stücke. Ich habe gestern einen großen Fehler begangen. Ich wollte eigentlich drei Mississippi-Böden machen und jetzt habe ich nur zwei, warum auch immer. Und jetzt ist es so nicht symmetrisch. Also werde ich die Torte jetzt kühlen, werde noch einmal die Hälfte des Mississippis machen, auch ohne Zucker, dass es so wird wie der. Und dann kommt es hier noch drauf und dann wird die Torte fertig gefüllt. Denn so kann ich das nicht lassen. Da ist mein Auge zu Symmetrie geschult. Wow. Ich glaube, das wird die neue Lieblingsschokoladentorte von einigen hier. Ja. Ich würde sagen, Ring drum und ab in die Kühlung. Eine Torte, die mit Mississippi Mud Pie gefüllt ist. Also besser geht's echt nicht. Du hast Crunch vergessen auf der obersten Schicht. Ja. Eine Torte gefüllt mit Mississippi Mud Pie und Salzbrezeln. Besser geht's nicht. Wieso bin ich so vergesslich gerade? Ich sag's euch, wieso. Ich habe meinen Kopf einfach überall. Ich habe meinen Kopf bei den Figuren, bei der Torte, bei den Blüten. Es ist einfach, ja. Ich wollte kurz romantisch sein und sagen, ich habe mich in einen neuen Murat verliebt. Aber dann dachte ich so, nee, der ist auch nie romantisch. Jetzt satt aber. Die Torten sind jetzt schön kalt und ich habe hier schon mal eine Swiss Meringue Buttercream vorbereitet. Ich habe schon eine richtig große Menge, weil ich einfach glaube, dass ich die Menge für die drei Torten brauche. Daher reicht leider die Küchenmaschine nicht mehr aus und ich muss das Ganze hier noch in einer extra großen Schüssel verrühren. Ich dachte mir also, okay, wenn wir was übrig haben, haben wir halt was übrig. Aber Hauptsache, ich mache die Creme nur einmal. Denn mir passiert das relativ oft. Nee, eigentlich nicht so oft, aber mir passiert es schon ab und zu mal, dass ich dann doch zu wenig Creme habe. Und deswegen habe ich lieber vorgesorgt. Ja, das ist alles Butter, falls ihr euch das fragt. Mit Puderzucker. Und ich denke mir gerade so, man hätte noch eine größere Schüssel nehmen können, aber es gibt keine. Und das hier ist die Eiweißmasse. Ich habe so die leise Vermutung, dass das Handrührgerät dafür nicht ausreicht. Also muss der Gerät per Hand rühren. Sehr Marc, ich habe 12 Liter Buttercreme für dich. Komm und hol sie dir. Ich habe noch nie so viel Buttercreme auf einmal gemacht. Ja. Ich portioniere mir das jetzt so ein bisschen und streiche die Torten damit ein. Ich starte jetzt hier mal mit der mittleren Torte. Zuerst geht es jetzt darum, diese Lücken aufzufüllen mit der Creme. Und ich habe jetzt die restliche Creme einfach kalt gestellt. Und die Lücken füllt ihr einfach erstmal so auf.
Und achtet jetzt auch darauf, dass ihr eine Schüssel habt mit Buttercreme, die praktisch schmutzig werden kann. Also im Sinne von, da dürfen auch Kuchenbrösel rein. Und die restliche Buttercreme muss aber schneeweiß bleiben, weil ich mache da jetzt keine Fondantschicht drauf, sondern die Buttercreme ist der Abschluss der Torte. Und daher muss dann da die Torte schön weiß bleiben. Und die erste Schicht bindet im Prinzip alle Krümel und deckt diese Lücken ab und ist sozusagen die Grundierung. Und dann kommt die Torte mit der Grundierung erstmal in den Kühlschrank, bis die erste Schicht fest geworden ist. Dann könnt ihr hier immer auch schon schön mit einer Teigkarte den Rest abziehen. Da bietet es sich halt echt immer an, erstmal alle Torten zu grundieren. In der Zeit ist die erste wieder kalt und ich kann dann daran schön weiterarbeiten. Wow, grundieren die dritte. Oh ja, ich sag's euch, ich werde noch zur Hochzeitstortenkonditorin. Nein. Jetzt geht's ans Glattstreichen. Die Buttercreme sollte immer eine schön cremige Konsistenz haben, nicht zu weich, nicht zu fest. Falls sie mal zu weich ist, könnt ihr sie kurz in den Kühlschrank stellen. Falls sie zu fest ist, könnt ihr sie auch kurz übers warme Wasserbad stellen und einfach immer wieder aufschlagen. Das klappt ganz gut. Ich glätte jetzt erstmal kurz die Oberfläche. Da bietet sich ein Drehteller schon an, muss ich sagen. Das ist dann etwas praktischer als ohne, weil man es dann eben ohne Absatz praktisch schön glatt bekommt. Jetzt kommt hier das zweite Ganaschingboard drauf in der gleichen Größe. Und jetzt könnt ihr praktisch die Lücken hier mit der Creme auffüllen. Und dann die Teigkarte hier glatt ansetzen und einmal abziehen. Dann seht ihr jetzt hier noch die Lücken und die füllt ihr jetzt nochmal auf. Und ihr seht hier, je besser die Lücken gefüllt werden, umso glatter wird die Torte. Und ich stelle sie jetzt gleich zwischendurch noch einmal kalt. Und kann dann zum Abschluss eine letzte Schicht drauf machen und dann ist sie einfach perfekt. Die große Torte hat jetzt noch kein Ganaschingboard drunter. Das habe ich irgendwie vergessen. Deswegen muss ich das jetzt kurz upside down machen. Das heißt, ein Ganaschingboard drauf und die Torte einmal komplett umdrehen. Oh Gott, sie rutscht. War riskant, aber es geht. Dann kann die jetzt auch glatt gemacht werden. Okay, jetzt kommt die Torte auch über Nacht in den Kühlschrank. Alle drei dürfen kühlen. Die Creme hebe ich natürlich auch noch auf. Die kommt auch in den Kühlschrank und wird morgen einfach kurz nochmal aufgeschlagen. Und dann kann ich die Torten fertig glatt streichen. Ist echt beim Tortenbacken ganz wichtig, dass man geduldig ist. Wenn ich die jetzt zu kurz kühle, dann verformt die sich die ganze Zeit und das möchte ich nicht. Deswegen einmal gut durchkühlen. Ihr könnt hier nochmal eine Tortenrandfolie drumherum legen, damit einfach die Torte einfach auch ein bisschen geschützt ist.
Hände waschen. Los geht's mit der Torte. Ich drehe die jetzt einmal um, denn wenn ich die Torte später staple, dann wird das Garnaschingboard nicht mehr dabei sein, sondern ich werde ein Cakeboard drunter setzen. Deswegen muss ich hier das untere Garnaschingboard jetzt schon mal abnehmen. Das geht ganz gut mit einem ganz flachen Messer. Wenn ihr das vorher erwärmt, dann löst sich das wunderbar. Dann ein wenig Buttercreme auf dem Boden, als Kleber sozusagen. Und dann ein 20 cm Cakeboard drunter. Jetzt kann ich es wieder umdrehen. Und dieses Cakeboard, das bleibt dann praktisch unter der Torte und ist so ein bisschen eine Stapelhilfe. Was jetzt hier einfach noch wichtig ist, dass das Cakeboard eben auch nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, den Rest überdecke ich jetzt nochmal mit ein bisschen Creme. Ihr könnt auch beim Einstreichen mit der Ganache einfach unten drunter schon mal das Cakeboard nehmen und oben nur ein Ganachingboard. Da habe ich gestern aber nicht sofort mitgedacht. Dann hätte ich mir jetzt den Schritt gespart. So, und dann könnt ihr jetzt hier die Oberfläche noch glätten. Ja, theoretisch kann man die Torte natürlich auch mit dem Ganachingboard einfach stapeln, aber das Ganachingboard ist doch relativ glatt und da hätte ich schon Angst, dass es ein bisschen verrutscht, gerade beim Stapeln der Torte. Deswegen nehme ich lieber diese Cakeboards, die sind so ein bisschen matter und halten einfach besser. Und dann könnt ihr jetzt im Prinzip einfach die Oberfläche glätten, kurz kühlen, den Rand nochmal säubern und dann ist die Torte fertig. Man macht beim Backen mit so viel Creme und Buttercreme Fondant schon immer so eine kleine Butterkur auf der Haut, weil man ist am Abend immer so voll mit Buttercreme. Es ist schon bei so einer schweren Torte immer riskant, einen Flipover zu machen. 2, 3. Boah! Weil die rutscht dann halt immer so kurz. Vielleicht kennt ihr da ja noch einen Trick, wie man die Ganachingboards einfach wegbekommt. Also ich mache das Messer einfach immer ein bisschen warm. Ich weiß, dass viele mit Folie drunter arbeiten, aber das finde ich dann kann man sich's auch gleich sparen. Denn die Kunst ist natürlich, beim Ablösen des Boards nicht allzu viel Torte zu beschädigen. Wie hier. Also ich muss ja echt eins sagen, ich liebe ja das Tortenbacken und ich liebe es auch mal so eine Hochzeitstorte zu machen, aber jede Woche könnte ich es nicht. Das ist mir echt so aufwendig, weil ihr überlegt mal, ich bin seit 3 Tagen dran, die Torte zu backen, zu füllen, Geschmack reinzubringen und die Grundform hinzubekommen. Wenn ich jetzt eine Fondant-Torte machen wollen würde, hätte ich ja nochmal den Deko-Part und das ist schon sehr aufwendig. Also echt Hut ab vor allen, die das hauptberuflich machen und für Hochzeiten dann noch den Hochzeitsstress haben, für einen bestimmten Termin die Torte machen müssen. Das ist schon nicht so easy. Wenn ich da so an die Heike denke, die hat ihren eigenen Backshop sozusagen und macht da eben Hochzeitstorten, Sweet Table, süß und salzig heißt sie. In Ulm ist sie. Und die macht das halt dann schon jede Woche zur Hochzeitssaison. Und die macht das hammermäßig. Eine Hochzeitstorte, dann noch viele Cupcakes dazu, Desserts, Macarons. Und ich glaube, sie macht das ganz alleine. Das ist schon Hut ab. Aber die Hochzeitsgäste und die Hochzeitspaare freuen sich immer. Gut, man muss auch sagen, der Stress ist ein etwas anderer, wenn man das dann noch vor der Kamera macht. Denn dann beobachtet ihr mich immer dabei. So, so kommt es jetzt erstmal in die Kühlung. Was wiegt die? Bei der kleinsten Torte habe ich jetzt kein Cakeboard, was klein genug ist. Deswegen habe ich hier einfach ein Stück Pappe laminiert. Es muss einfach was sein, was nicht aufweicht und was eben stabil genug ist, damit die Torte einfach so ein bisschen einen Stand hat.
Die wird nämlich später mit Tortendübeln befestigt und braucht einen flachen Untergrund. Aber guckt, so kann man sich helfen. Ah, schön. Ich finde, das ist echt eine schöne Tortengröße und ich mag das, wenn die Torten so schmal und so hoch sind. So wie der Josh. Ich bin tatsächlich Fan davon, wenn die Torten nicht ganz glatt sind, wenn sie so ein bisschen so eine, wie meine Wand, so Spachtel. Masse mäßig was haben. Deswegen, vielleicht mache ich später noch ein bisschen so Spachtel aus rum. Aber jetzt kommt die auch in den Kühlschrank erstmal und ich kümmere mich derweil um die Deko. Ich zeige euch jetzt, wie ihr aus eckigen Backobladen, also Esspapier, Blumen herstellen könnt. Und diese Blumen könnt ihr dann für die Torte als Dekoration verwenden. Und zwar mache ich jetzt erstmal so eine Art Rose. Ich habe jetzt dafür hier drei verschiedene große Ausstecher, Rosenausstecher. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit einem Lebensmittelstift zuerst einmal ein Blatt vorzeichnen. Dieses dann ausschneiden und dann als Schablone verwenden, um weitere Blätter auszuschneiden. Und damit das Ausschneiden schneller geht, könnt ihr euch auch zwei, drei Esspapierbögen übereinander legen, dann die Schablone drauf und drumherum schneiden. Und die Reste, die ihr habt, auf jeden Fall aufheben. Das brauche ich nämlich später als Kleber. Und ich habe jetzt hier einmal die größte Rosengröße und dann mache ich mir noch die zwei kleineren. Als nächstes geht es jetzt darum, diese Blätter sozusagen anzufeuchten. Viele machen das so, dass sie es praktisch über dampfendes Wasser halten, also über kochendes Wasser. Ich mache es nicht so. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Rosenwasser. Gebt da auch Farbe dazu. Ihr könnt es aber auch neutral und weiß lassen. Aber bei mir wird es jetzt ja auch eine Bollywood-Torte, eine Hochzeitstorte. Ein bisschen Farbe darf da schon sein. Daher nehme ich jetzt hier einfach Lebensmittelfarbpulver. Ganz wenig nur. Dann einen schönen breiten Pinsel und dann kann ich die Blätter beidseitig bestreichen, um sie aufzuweichen. Und ich habe jetzt hier so zwei Silikonprägestempel für Rosenblätter. Die teste ich jetzt auch aus und da streue ich so ein bisschen Bäckerstärke drauf, lege das Blatt hinein. Und damit kann ich so ein bisschen strukturieren. Und dann werden die Blätter getrocknet über zum Beispiel so Eierbechern, in Esslöffeln drin. Da könnt ihr einfach schauen, was so ein bisschen eine bauchige, runde Form hat. Wenn ihr die Blüten dann soweit fertig habt, lasst ihr sie trocknen, entweder ganz normal bei Raumtemperatur, denn jetzt ist ja praktisch die Feuchtigkeit drauf des Rosenwassers. Ihr könnt aber auch ganz normales Wasser oder auch einen Alkohol nehmen, der auch schnell verfliegt. Oder ihr trocknet es im Dörrautomaten bei der niedrigsten Temperatureinstellung, bei 30 Grad, ungefähr eine Stunde. Dann sollte die ganze Feuchtigkeit weg sein und die Blätter sollten richtig schön fest sein. Und was ich in der Zwischenzeit machen werde, ich zerkleinere hier diese Reste, zerdrücke sie so ein bisschen mit Wasser und
schmelze das Ganze in der Mikrowelle. Dann ist das praktisch mein Kleber, den ich gleich zum Zusammenkleben der Blüten verwende. So sehen die Blütenblätter jetzt aus. Also es ist echt Wahnsinn, wenn man das so hört, wie trocken die jetzt auch geworden sind. Und hier ist auch diese Masse, die ich in der Mikrowelle erwärmt habe. Und jetzt setzt ihr das praktisch einfach zusammen. Außen die großen Blätter und dann immer kleiner. Und am Ende sieht die Blüte dann so aus. Also schon sehr schön. Das, ist die etwa echt? Die ist echt aus Esspapier. Das heißt, ihr startet außen mit einem Blatt. Dann nehme ich mir einen Pinsel. Das ist echt ein richtig cooler Kleber. Es riecht so ein bisschen nach Babybrei. Ich finde es lecker. Das kommt hier so rein. Dann die nächste Blüte. Wieder essbaren Kleber. So Kleister halt. Nächste Blüte. Und so setze ich jetzt erstmal 5 Stück ineinander. Und was ich an denen so toll finde, die sind zwar schön trocken, aber nicht so wirklich brüchig wie zum Beispiel Blütenpaste. Also es ist ein bisschen einfacher damit zu arbeiten. Aber trotzdem schön vorsichtig sein. So, unten habe ich jetzt 5. Und dann geht's weiter. Jetzt nehme ich nochmal von der Größe. Und dann nehme ich aber auch mal kleinere in der Mitte. Und jetzt seht ihr auch, warum man eben die in so kleine Förmchen reinlegt, damit sie einfach so eine runde Form bekommen. Und zur Formgebung könnt ihr sie einfach in so eine Schale setzen. Das muss dann natürlich auch noch mal trocknen. Ich mache es dann wieder im Dörrautomaten, damit es schneller geht. Und wenn ihr habt oder irgendwie besorgen könnt, dann könnt ihr noch so kleine Blütenpollen, die sind natürlich jetzt nicht essbar, aber ihr könnt auch Perlen einfach reinsetzen, Zuckerperlen, bunte Perlen. Jetzt wird die Hochzeitstorte zusammengesetzt. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eine flache Glasplatte zu nehmen, weil die Torte doch relativ schwer ist. Die ist so richtig schwer. Und dann ist es mir zu riskant mit so einem, mit einer Etagere mit Fuß. Ja, muss ich auch mal sagen, so risikobereit bin ich dann auch nicht. Und jetzt werden die anderen Torten draufgesetzt und damit aber das Gewicht dieser Torten nicht die untere Torte zerstört, braucht ihr so kleine Dübel, das heißt einfach Rundhölzer nehmen oder zum Beispiel Strohhelmchen, die aber stabil sind. Das ist schon sehr wichtig. Die einmal kurz vorher ausmessen und in die Torte reindrücken. Nicht so weit außen, denn da kommt ja, da ist ja dann der Rand. Die müssen natürlich vor dem Essen rausgenommen werden. Oh. Oh, Leute, jetzt muss ich sie noch weiter rüberschieben. Jetzt setze ich meine Blumen da dran. Oh, die sind schon richtig schön. Also die sind echt Wahnsinn. Ich mache hier so ein paar Blumen und hier. Und hier habe ich jetzt noch Blumen
von der Freundin von unserer Jutta. Die hat nämlich die ist Floristin in Rheinsheim bei uns hier. Da muss ich auch echt immer, also unterstützt die Floristen vor Ort und kauft dort eure Blumen. Die sind jetzt aus Rheinsheim, Blumen Kuhn, da haben wir sie her. Und es sind richtig schöne Blumen. Ganz, ganz toll. Ich habe jetzt hier noch diese Crisp Pearls, das sind Kekse mit Schokolade überzogen. Und diese Choc Rocks, das sieht aus wie so eine Zuckerdekoration, ist aber eigentlich Schokolade, schmeckt extremst gut und passt perfekt auf so Torten. Und die gebe ich hier noch drauf, gerade nur so ein bisschen. Und zum Fertigstellen der Torte Tom. And Jerry. Tada! Die Hochzeitstorte ist fertig und die Hochzeitsgäste können jetzt kommen zum Probieren. Hey, hey, stopp! Nein! Nein, nicht hier bei der Torte! Oh mein Gott, ist jetzt nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst. Habt ihr jetzt wirklich neben meiner Torte, die Torte ist einfach zerstört. Tom, was soll denn das? Jerry, was lachst du so? Die Torte ist einfach kaputt. Aber egal, Leute, egal. Die Torte ist trotzdem lecker und wir werden die jetzt auch essen. Und ich glaube, der Kinofilm ist wirklich der Wahnsinn und ist bestimmt richtig, richtig lustig. Ich weiß zumindest, dass im Kinofilm auch die Hochzeitstorte zerstört wird. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite, man weiß es nicht. Normalerweise gibt es ja schon immer ein Happy End irgendwo. Ich hoffe es zumindest sehr. Für euch gibt es übrigens auch ein Happy End, denn ihr bekommt auch was zu gewinnen. Ihr wisst, dass wir bei Kinokooperationen immer auch was für euch haben. Und zwar könnt ihr 5x 2 Kinotickets und ein signiertes Buch von mir gewinnen, wenn ihr unter dieses Video kommentiert, was euch in diesem Video am besten gefallen hat. Und vielleicht könnt ihr auch schreiben, ob Tom und Jerry eure Kindheitshelden waren, ob ihr als Kind auch immer gerne die Serie geschaut habt und wie ihr die beiden so findet. Und ich würde sagen, ich hole mein Team kurz zusammen. Tom hat, glaube ich, die Torte schon probiert. Schmeckt sie dir? Ja? Gut. Ich hole kurz mein Team zusammen und dann probieren wir die Torte. Oder zumindest das, was von der Torte noch übrig ist. Wir haben jetzt keine 100 Hochzeitsgäste, deswegen setzen wir die Torten auseinander für den Anschnitt. Und ihr dürft gerne kommen zum Probieren. So schön. Dankeschön. Bitte schön. Und dann willst du die nächste? Das sieht schon. Wow, komm, wir probieren. Ja. Hey. Nein, hier, ich teile natürlich mit dir. Ich finde es. Das ist die für die Kinder. Und das ist Team Schoko und das ist Team Frucht. Und ich finde es halt immer gut, wenn Torten eine Auswahl haben, also wenn man einfach für jeden was dabei hat. Boah, weißt du, was ich daran richtig gut finde? Dass sie nicht so süß ist. Ja, und dass so richtig viel, viel, viel Frucht drin ist. So frisch. Und nicht nur so eine Schicht.
Ich halte es, wenn du drückst. Mm. Hast du mir gerade das da weggenommen? Ja. Nee. Oh, lecker. Und ich habe doch hier den Zucker vergessen. Im Mississippi Mud Pie. Mhm. Aber ich finde es Hammer. Das direkt. Ich würde den immer so machen. Ich würde den immer so machen. Viel besser. Ohne Zucker. Mm. Oh, schon eine leckere Hochzeitstorte. Mhm. Mhm. Aber können wir mal bitte sagen, wie krass die aussehen? Mhm. Die sehen aus wie diese echt. Blüten. Ihr solltet die einfach mal ausprobieren. Ja. Ich wollte ja ursprünglich so ein Farbspiel machen, so ein bisschen Bollywood-Style mit Pink noch, aber ich fand die so dann schon schöner. Ja. Also wir essen jetzt mal unsere Torte weiter. Wie gesagt, denkt ans Gewinnspiel. Ihr könnt 5x2 Kinotickets gewinnen für Tom und Jerry und jeweils ein signiertes Buch von mir. Kommentiert einfach unter dem Video, was euch an diesem Video am besten gefallen hat und eben, ob Tom und Jerry auch eure Kindheitshelden waren. Und falls ihr jetzt wissen wollt, wie die Tom-Figur entstanden ist, dann schaut euch jetzt gerne noch das Video weiter an, denn da steckt eine Rice Krispie-Masse drin. Ich mache noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt noch diese 3 Tortenetageren als Dreier-Set gewinnen, wenn ihr mir noch unter das Video kommentiert, wie viele Eier ich für diese Torte gebraucht habe. Für Teig, für Creme, für Buttercreme und so weiter. Die Antwort findet ihr auf meinem Blog, denn da habe ich ja das Rezept angelegt. Ja, dann gibt es noch die 3 Tortenstelle. Bin gespannt. Um Modelliermasse herzustellen, nehmt ihr einfach Fondant, das ist praktisch Zuckerüberzugsmasse, und Blütenpaste und vermischt das Ganze 1:1. Dann habe ich nämlich eine Modelliermasse, die schön fest wird, die Figuren können aushärten. Aber wenn ich jetzt nur Blütenpaste nehmen würde, wäre das Ganze zu fest und würde zu schnell aushärten. Ich will ja auch dran arbeiten können, wie mit Knete. Und jetzt werde ich mir erstmal die Farbe mischen. Ich fange jetzt einfach mal mit Tom an, mit der Katze, und mische mir ein schönes Grau. Dafür nehme ich einfach Schwarz, Weiß und die Blütenpaste. Vielleicht gebe ich sogar noch einen Ticken Blau dazu, weil ich finde, es ist so ein Blaugrau. Jetzt heißt es erstmal kneten. Die Farben sind jetzt gemischt und ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr die Figur zweidimensional oder dreidimensional machen wollt. Ich hatte kurz überlegt, sie zweidimensional zu formen, was auch recht cool aussieht. Man kann sich dann nämlich einfach eine Schablone ausdrucken und das Ganze hierauf formen. Da habe ich auch schon verschiedene Videos dazu gemacht. Ich werde jetzt allerdings doch einen 3D-Kopf machen von Tom. Und dafür benutze ich jetzt eine Rice Krispie-Masse. Das heißt, ich habe jetzt hier zu gleichen Teilen Marshmallows und Rice Krispies. Das sind diese Schoko Krispies, die es zum Frühstück als Müsli gibt. Und noch ein bisschen Butter. Kann ich erstmal kurz die Marshmallows in der Mikrowelle schmelzen, falls ihr eine habt. Wenn nicht, geht es auch einfach auf dem Herd in einer beschichteten Pfanne. Aber Mikrowelle ist schon einfacher. Und die werden jetzt verrührt mit den Rice Krispies und der Butter zu einer schönen klebrigen Masse. Jetzt am besten die Hände kurz fetten, vielleicht auch so ein bisschen die Arbeitsplatte, denn es wird klebrig. Schön aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt, aber wenn ihr so ein bisschen mit dem Kochlöffel durchgerührt habt, dürfte die Masse jetzt eigentlich nicht mehr zu heiß sein. Kratzt sie einfach aus und verknetet alles schön miteinander.
Also, für den Katzenkopf die Masse so ein bisschen drücken. So wird sie schön kompakt. Und erstmal eine schöne runde Form. Und so ein bisschen kann man ja die Schnauze schon vormodellieren. So, und dann werde ich den Kopf jetzt erstmal in ein bisschen Folie einpacken und ihn schön aushärten lassen, bis die Marshmallows fest sind. Danach kann ich ihn so ein bisschen schnitzen und dran rummodellieren. Der Kopf ist jetzt fest und wird von mir modelliert. Ich nehme immer diese Schablonen zur Hilfe und ich glaube, ich muss noch ein bisschen an der Schnauze was wegschneiden. Da bekommt ihr diesen entsetzten Gesichtsausdruck. Und alles andere regle ich jetzt mit Fondant. Das wird schon. Auf jeden Fall kriegt er erstmal ein paar Bäckchen. Jetzt mache ich einmal eine komplette Schicht um den Kopf herum. Dazu rolle ich die Modelliermasse ein bisschen dicker aus als sonst. Dann einmal drüber legen und hier hinten jetzt schön zusammenbringen und einfach wegschneiden. Ich schieße mir jetzt kurz den Kopf hier auf einen Tortendummy, das ist einfach so ein Styroporblock mit einem kleinen Modellierwerkzeug oder ein Metallstrohhalm geht auch oder ein Rundholz und dann kann ich jetzt daran besser arbeiten. Wichtig ist nämlich jetzt, dass die Gesichtszüge auch gut praktisch verarbeitet werden. Das heißt hier vorne die Schnauze ein bisschen eindrücken, da kommt ja gleich Weiß drüber. Hier bei den Augen eine Öffnung rein. Und hier an den Seiten ein bisschen schmäler. Da werde ich jetzt ein bisschen was mit Weiß mischen für den inneren Part auf der Nase. So, dann die Schnauze. Da habe ich jetzt hier einfach den Part so modelliert. Aber das klebe ich erst an, wenn der untere Part dran ist, der offene Mund. Ein offener Mund ist immer ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir hin. Ich schneide jetzt einfach den Mund ein, denn ich brauche später die Tiefe. Ich klebe jetzt schon mal schwarzen Fondant in die Mundhöhle, damit ich da diese Tiefe bekomme und diesen schwarzen Raum. Wird hier noch die Zunge modelliert, einfach so ein Stück bisschen rot und rosa gemischt. In die Mitte dieses, wie heißt denn das? Dieser Zungenspalt. Zungenspalt. Und dann klappe ich das hinten so ein. Unter den Mund kommt jetzt ein weißer kleiner Fleck. Das ist, glaube ich, das Kinn. Und alles, was ich jetzt anklebe, klebe ich einfach mit essbarem Zuckerkleber an. Die untere Lippe ist jetzt dran und jetzt wird als nächstes die Schnauze dran geklebt werden, aber ich arbeite mich vom Hintergrund zum Vordergrund. Die Augen liegen ja weiter hinten und deswegen werde ich jetzt zuerst mal die Augen modellieren. Ja, und dafür nehme ich mir diese Schablone, die ich jetzt doch in relativ echt Größe nochmal ausgedruckt habe, als Vorlage. Da kann ich das Ganze nämlich in Folie packen und die Augen hier entsprechend groß vorbereiten. Immer wenn der Fondant ein bisschen klebt, könnt ihr einfach Bäckerstärke nutzen, um die Hände einzumehlen. Und ich nehme einfach so ein kleines Stück, was tropfenförmig ist und drücke es in die richtige Form. Ihr könnt es auch ausrollen mit dem Ausrollstab und zuschneiden.
Aber so kriegt man die Form eigentlich relativ schön und vor allem schön rund hin. Dann ran an die Torte. Hier diese Schnauze, die hier jetzt auch ungefähr da reinpasst. Hier in der Mitte diese Rille rein. Für die Schnauze nehme ich jetzt hier noch Zahnstocher, damit die große Schnauze da auch dran haften kann und so ein bisschen besseren Halt hat. Dann ist jetzt die Nase dran. Da einfach so ein kleines Dreieck formen und draufsetzen. Jetzt kommen die Wangen noch dran. Dafür einen Tropfen formen. Also erst eine Kugel, dann ein Tropfen. Dann schön flach drücken. Und wie bei Tom einfach diese Katzenhärchen reinzeichnen. Sind die Ohren dran und ich schneide jetzt hier mal so eine Spitze aus, klebe die hier drauf. Roll noch mal drüber, dann hält es auch extrem gut. Aber schön darauf achten, dass grau außen ist. Dann hier drum schneiden. Den linken Part knicke ich so ein bisschen drüber, damit das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler wird. Und ich denke, wenn ich das dann so knicke und so trocknen lasse, wird das schon wie das echte Ohr. Und das muss ich so halt nochmal fürs linke hinbekommen. ja. Damit es auch schön in Form bleibt, kann ich jetzt hier zum Aushärten, denn das ist ja auch jetzt Modelliermasse, kann ich einfach so ein bisschen Küchenpapier reinmachen. Dann klappt das nicht runter. Und dann kannst du antrocknen und irgendwie kriege ich es dann auch an die Torte befestigt. Wie, weiß ich noch nicht, aber es wird irgendwie. Jetzt die kleinen angsterfüllten Augen. Dafür erstmal ein bisschen Grün. Da fliegt er da durch die Torte und da fliegt er wahrscheinlich gerade vom Hotel runter. Deswegen hat er ein bisschen Angst. Und dann noch Schwarz drauf. Weiter geht's zu den Augenbrauen. Dafür ein Stück von Dant halbieren, schwarz, eine lange Rolle machen. Und die so ein bisschen einschneiden und dann schön gebogen dran kleben. Der gute Tom ist jetzt trocken. Die Ohren werde ich erst kurz vorher auf die Torte setzen, aber ich finde, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Was ich jetzt noch habe, das ist jetzt das Einzige, was nicht essbar ist, ist einfach ein schwarzer Draht für die Schnurrbarthaare. Die kommen hier relativ mittig rein, zwei auf jeder Seite. Dann fehlt mir noch auf jeden Fall der Lichtpunkt auf der Nase. Und ich werde auf jeden Fall noch eine Hand modellieren, denn wenn er so aus der Torte rausschaut, denke ich, hier unten könnte so ein bisschen seine Pfote schon rausschauen.
Das ist Tom. Tom ist eine Katze und möchte Jerry fangen. Jerry ist die Maus.